Hallo, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich freue mich, seid ihr heute mit dabei in diesem wunderbaren Orakel zur Julnacht. Das ist ja ganz ein spezieller Tag. Die Julnacht ist ja auch bekannt als die Wintersonnenwende. Und die Wintersonnenwende ist auch unter anderem ein Fest, das in den nordischen Völkern noch etwas intensiver gefeiert wird als jetzt wie bei uns. Also man ehrt, dass das Licht wieder zurückkommt auf die Erde und so auch wieder das Dunkle kann besiegt werden. Und das Dunkle sind all die Sachen, die irgendwo ein bisschen in der Schwermut liegen, wo vielleicht irgendwo auch noch Trauer und Schmerz da ist, wo in die Heilung gehen will. Gleichzeitig ist es natürlich auch ganz eine besondere Zeit, die Julnacht, um nochmal zu reflektieren, zu schauen, was ist alles gelaufen in diesem Jahr, was habe ich alles erlebt, durchlebt, was habe ich vielleicht auch für die einen oder anderen Schicksalsschläge gehabt. Und das nochmal zu betrachten, ist etwas ganz Spezielles. Und ich freue mich, seid ihr heute mit dabei, dass Julnachtsornakel, auch bekannt als Thomasnacht oder Wintersonnenwende oder Albus Artoan, ist halt wirklich auch etwas, das in den keltischen Kreisen sehr stark gefeiert wird. Und dementsprechend habe ich hier für uns auch schon bereits die Orakel-Weissagungen bereitgelegt. Schauen wir doch mal rein, um was es geht. Was darf von eurer Seite, von deiner Seite noch losgelassen werden, damit du ganz gut kannst in die neue Nacht von der Rauhnacht einsteigen, die ab dem 24. Dezember wird anfangen. Also es geht um den Abschluss von diesem Jahr, es geht auch noch darum, was darf ich loslassen, was braucht es nicht mehr und auch ein bisschen Ehre an deine Vergangenheit, an all das, was du bereits schon geschafft hast und erreicht hast. Schauen wir doch mal gerade in die Karte. Der weiße Hirsch, wandle Schatten in Licht. Du bringst das höchste Christuslicht in diese Welt. Also das fängt ja schon mal sehr schön an. Einweihung. Du bist der Segen, den diese Welt braucht. Nemeton. Dein Herz ist ein heiliger Ort. Dort ist die Kammer der Wahrheit. Begib dich hinein und empfange die Botschaften der geistigen Welt. Also, das sind wirklich ganz schöne Karten und ich freue mich, mit euch zusammen gerade dürfen in diese Deutung einzusteigen. Fangen wir doch hier gerade in der Mitte an, bei der Einweihung. Also als allererstes, wenn du das Orakel schaust von der Julnacht, das von mir und auch damit verbunden mit der Reihe von der Rauhnacht, dann kann ich dir sagen, dass das für dich wie bestimmt ist, wenn man dem so sagen darf. Also es ist ein Orakel, das dich wirklich in die tieferen Kräfte von dieser Rauhnacht einstimmen, das dich in die tieferen Kräfte von dieser Rauhnacht einweihen. Und es hat auch mit der Einweihung von dir und von deiner Energie in eine höhere Magie zu tun. Also genau auch in die Magie, die jetzt zwischen den Welten herrscht. Sei das, dass du mehr darfst anfangen wahrnehmen, sei das, dass du dir Heilwissen darfst aneignen und sei das auch, als würdest du eingeweiht werden in die alte Kunst vom Wahrsagen, wenn ich es jetzt gerade so sagen und darf sagen, aber auch wirklich in die ganz alten mystischen Künste, die früher so ein im Geheimen ausgeführt worden sind. Also ich denke hier an alchemistische Prozesse, ich denke hier an Heilige, die vollzogen worden sind, wo auch du nach wie vor das alte Heilpotenzial in dir drehst.
Und wenn ich dir von dem erzähle, dann spüre ich, wie das so dein Herz von davon höher schlägt. Es ist so wie, ja, ja, genau das, das interessiert mich. Und falls du das spürst und falls das wirklich auch so ein bisschen ein Gewunder in dir auslöst, dann kann ich dir sagen, dann bist du sicherlich mit dieser Serie von diesen Rauhnacht-Orakel, die ich dir anbiete, mit dabei und in Resonanz. Weil es ist wirklich eine ganz mystische Zeit, ganz eine schöne Zeit, die zu dir kommen wird und wo es unbedingt wert ist, dass du das noch ein bisschen mehr geniessen und auch darfst annehmen. Also es öffnet sich mit dieser Julnacht erst gerade das Tor für in die ganze Nacht von der Rauhnacht. Und das ist etwas ganz Schönes, das mit ganz viel Magie verbunden ist und wo du auch näher zu dir selber wirst finden und auch deinen Weg wirst können gehen. Was aber sehr wichtig ist und was auch dir bewusst sein darf, dass während dieser Rauhnacht ein spezieller Fokus auch auf deine Heilung gelegt wird. Also nimm dir wirklich auch genügend Zeit, wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwie gestresst oder du willst sein oder das andere vielleicht noch für dich machen, dann schaff dir auch diesen Raum. Das ist ganz wichtig. Ja, wieso der Eindruck, dass du in der vergangenen Zeit nicht so den Raum gehabt hast, den du gebraucht hast. Und ich empfehle dir, halt auch, weil es Dezember ist, weil es Jahresabschluss ist, ich empfehle dir wirklich, dir diesen Raum zu nehmen. Gang bewusst in eine Meditation und füll wirklich deine Herzkammer mit diesem Licht aus. Vielleicht auch mal so eine Baummeditation mit dem Nemeton, das wäre doch schön und würde dir sicherlich auch sehr gut tun. Es gibt dir sehr viel Kraft zurück und auch Halt, wenn du da kurzfristig ein bisschen verloren hast. Und es hilft dir gleichzeitig auch, dich zu erden, dich zu stabilisieren und dich in alle Himmelsrichtungen klar auszurichten. Wurzeln schlagen mit der Mutter Erde und Krone mit dem Universum verbinden. Und so wirklich auch das Licht und den Segen empfohlen, der zu dir fliessen will. Nimm dir die Zeit. Und vielleicht machst du ja gerade eine Meditation nach dem Orakel. Vielleicht hast du ja im Moment Zeit, nochmal Heilung für dich zu empfohlen und in alle Lebensbereiche Heilung zu fliessen lassen, wo du in der Vergangenheit, in diesem Jahr, es vielleicht ein bisschen schwer gehabt hast, dass dort wirklich wie die Vergangenheit auch noch ihr Licht bekommt. Weil wenn du deine Vergangenheit heilst, so hat das auch einen Einfluss auf deine Zukunft und natürlich auch auf deine Gegenwart. Und wenn du Lust hast, dann möchte ich dich doch einladen, dass du mal für dich darfst in eine Meditation gehen mit dem Baum, mit dem Nemeton, um dir wirklich all die Heilung zuzufliessen zu lassen. Der weiße Hirsch ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein Krafttier, das wirklich das Christusbewusstsein, das Christuslicht auf die Erde bringt. Und eigentlich muss ich da gar nicht noch mehr dazu erzählen. Du weißt, um was es geht. Es geht um den 24., um eine Heilung oben, um die Geburt vom Licht, wo sowieso heute auch wieder passiert, aber wo wir nochmal auf einer anderen Ebene dürfen zu spüren bekommen. Und wo auch du dürfst dein Licht, dein innere Licht, dürfst verbinden mit dem Christuslicht. Und so auch dürfst an eine Quelle andocken, wo viel weiser ist, viel tiefer ist und wo du dich wie kannst auftanken lassen. Und ganz viel altes Wissen dürfst abprüfen für dich. Und es ist ein Segen für dich, das zu machen, weil das auch zu einer Läuterung führt, zu einer weiteren Reinheit von deiner Energie. Speziell, wenn du das Gefühl hast, es fällt mir noch so schwer, alles in der spirituellen Welt zu verstehen oder ich kann vielleicht nicht immer so den Zustand erreichen von deine Energie konstant hoch zu halten. Dann verbinde dich mit dem Christuslicht und vielleicht auch mit dem Baum Nemeton und geh doch in die Meditation. Das wird dir ganz viel bringen. Und dich also mit deiner Urquelle verbinden. Gut. Schauen wir hier noch, was wir in der Rune haben.
Hagalas. Und Angalus. Ja, es ist wichtig, dass du nochmal so ein bisschen reinschauen, was war alles, was dich schwer gemacht hat in diesem 2018. Wo hat es vielleicht so schwer auf dich abgedrückt? Was war vielleicht, was dich bedrückt hat? Und geh dort auch tiefer schauen, warum hat dich das bedrückt? Und wenn du das für dich wie herausgefunden hast, dann kannst du das verbinden. Einerseits mit dem Baum, mit dem Nemeton und andererseits auch mit dem weißen Hirsch, der dir das Christuslicht bringt. Und du wirst es so wie können transformieren und auf eine neue Ebene bringen. Ich nehme auch wahr, dass es in dir wie so einen ganz tiefen Schmerz ausgelöst hat, der dich auch sehr stark verunsichert hat. Und es ist so wichtig, dass du das nochmal anschauen und dass du den Mut hast, dort wie nochmal zu schauen, was war und was hat dich so bedrückt. Oder warum hast du vielleicht so ein bisschen auf die Zähne gebissen und durchgehalten und eigentlich wäre es an etwas anderem gewesen. Schau das an, das ist wichtig. Weil es hat mit deiner persönlichen Weiterentwicklung zu tun, mit deinem Wachstum. Das haben wir ja jetzt schon zweimal gehabt diese Woche, das Thema vom Wachstum. Und ich denke, das wäre sehr sinnvoll für dich, wenn du dich dem noch etwas mehr würdest annehmen würdest. Und würdest schauen, was die Themen waren, die dich bedrückt haben in diesem Jahr. Das ist so das, was ich aus der Rune von Hagalas wahrnehme. Beim Angalus ist es wirklich so, dass du die Verbindung wieder machen mit deinem Schutzengel. Und auch spüren, dass du auch wie ein Engel sein für andere Menschen. Vielleicht hat es in diesem Jahr Situationen gegeben, wo andere Leute zu dir gekommen sind und du ihnen wie hast dürfen, den Schutz bieten. Und das ist etwas sehr Schönes und ich spüre wie so die Schutzengel, die jetzt auch gerade gegenwärtig sind und die dir wie sagen hey, unsere Aufgabe ist es, dich zu beschützen. Und vielleicht gibt es auch innerhalb von deinem Bereich Menschen, Tiere oder Natur oder was auch immer, wo du kannst beschützen. Wo du durch deine schützende Hand drüber halten. Und das ist etwas sehr Schönes und fühl dich geehrt, dass du das machen darfst, weil es ist etwas Kostbares, etwas Wertvolles. Und es ist etwas, das auch mit einer zukünftigen Aufgabe von dir noch mehr wird zu tun haben. Mit dem Entwickeln von der Fürsorge und vom Schutz. Und ich habe ein sehr starkes Gefühl, und das wird wahrscheinlich so sein, dass es mehrheitlich Frauen sind, die jetzt hier zuschauen. Und somit auch mit dem Entwickeln der weiblichen Fähigkeiten. Und falls du ein Mann bist, dann ist es auch bei dir an der Zeit, deine weiblichen Fähigkeiten zu entwickeln. Wo du auch durch Schutzbedürftige deine Kraft weitergeben. Und wir alle verstehen ja das ein bisschen anders. Im archetypischen Sinn ist es ja bei der Frau der mütterliche Schutz, Nahrung, die emotionale Fürsorge und beim männlichen Archetyp wirklich die Kraft und die Verteidigung. Was genauso wichtig ist und genauso schön. Und denk auch daran, gib dir auch selber den Schutz, wenn du ihn brauchst. Indem du dich zurückziehst, indem du dir etwas Gutes tust, indem du gut für dich schaust.
Okay. Gut. Dann wünsche ich dir jetzt heute ganz eine wunderbare Julnacht. Eine schöne Wintersonnenwende. Genieß den Tag, den Abend, die Nacht. Und wir hören uns am 24. zu der ersten Rauhnacht. Bis dann und eine gute Zeit.